zum neuen Video. Diesmal was ganz Kurzes, relativ kurz. Ich habe mal wieder ein paar Downloads oder für euch was zum Runterladen fertig gemacht. Das möchte ich euch mal zeigen, was man damit machen kann. Und es geht einmal um so einen Texteffekt. Ja, ich sehe hier, ich habe hier den Text hier drin. Ja. Und dem kann ich einen Stil zuweisen. Diesen Stil habe ich auch, wie gesagt, mit bei euch da reingemacht. Ja. Den könnt ihr auch zum Glühen bringen. Ja. So ein Leuchten. Ja. Ist nicht direkt ein Neon-Effekt. Das ist es nicht, weil das Neon, das gefällt mir nicht so ganz. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man den abwandeln kann. Ja. Ich habe mir jetzt mal so gemacht. Den habt ihr mit drin in diesem Paket. Das ist eine ZIP-Datei übrigens. Ja, da habe ich ein paar Dateien drin. Da sind auch Pinsel dabei und ein Verlauf. Und zum Verlauf kommen wir jetzt. Also, einmal diesen Texteffekt, dieses Leuchten. Dann kommen wir mal zu diesem... Da ist auch eine Aktion dabei. Ich habe euch da eine Aktion gemacht. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Datei, also eine Fläche, die muss schwarz sein. Ja? Also Datei neu zum Beispiel. Ja? Ich hole mal das Fenster kurz hier rein, dass ihr das seht. Dann sucht ihr euch hier eine Größe aus oder gebt selber eine ein. Und dann gebt ihr hier schwarz ein. Ja? Die muss schwarz sein oder sollte schwarz sein. Ja? Also ja, ich habe es jetzt nur mit schwarz probiert. Ja? Und dann könnt ihr hier die Aktion starten. Ja, ich habe das, wie gesagt, Pinselfeuer nenne ich das einfach mal. Ja. Und das tun wir mal ablaufen lassen. Und da wird hier eine Verlaufsumsetzung gemacht. Eine leere Ebene wird da gemacht. Und nochmal so ein schwarzes Teil hier, ja, wird da gesetzt. Und dieser Verlauf, das hat so ein, ja, schwarz, rot, gelb und ein bisschen orange und auch ein bisschen weiß. Ja, das könnt ihr auch euch noch so ein bisschen so zurechtschieben. Ja. Ich habe das so ziemlich herangemacht. Das funktioniert auch, aber ohne, dass ihr da jetzt das erst verschiebt. Ja, das geht auch so. Ja. Und den Effekt, den ich euch zeigen will, da geht auf dieser leere Ebene. Ihr könnt auch mehrere leere Ebenen machen. Die leere Ebenen müssen aber unter diesem Verlauf, unter dieser Verlaufsumsetzung sein. Ja? Und dann geht ihr hier auf den Pinsel und dann könnt ihr hier so ein Glühen reinbringen. Ja? Und das Interessante an diesem Effekt ist, der funktioniert folgendermaßen. Und zwar, wenn ihr wenig Druck ausübt, also ich mache das mit dem Grafiktablett, mit der Maus. Mit der Maus sieht das so aus. Ja. Da habt ihr halt immer vollen Druck. Ja. Das ist halt das Doofe. Ja. Also habt ihr ein Grafiktablett zum Beispiel und mal da jetzt so einen Effekt rein, also ihr habt jetzt wenig Druck, ist schwarz, und je mehr ihr drauf drückt, umso heller wird das. Ja? Ihr merkt es dann auch, wenn ihr drückt wie ein Ochse und der kommt immer noch nicht ins Weiße rein, dann müsst ihr das hier ein bisschen verschieben. Dann müsst ihr hier ein bisschen verschieben. Probieren wir es nochmal. Das war verkehrt. Jetzt war ich auf der falschen Ebene. Jetzt habe ich nämlich in die Maske reingemalt. Also ihr müsst darauf achten. Ja. Hm. Noch ein bisschen mehr. Verschieben. So. Habe ich das schon wieder gemacht? Ja, da muss man echt gucken. Also je stärker ich da drauf drücke, umso heller wird es. Ja? Und
je öfter sie über was drüber fahren tut, zeige ich das mal. Ja, je öfter ihr hier drüber fahren tut, umso weißer wird es, umso heller. Weil wenn ihr das nämlich jetzt hier mal ausmacht, das da, dann seht ihr, dass ihr mit dem Druck also zwischen Schwarz und Weiß malt. Also wenig Druck, ist halt nicht viel hell, ja. Und viel Druck ist halt immer weißer. Ja. Ja, das könnt ihr auf 100% lassen, ihr könnt auch da ein bisschen rumspielen. Ja. Und jetzt seht ihr das auch, je stärker der Druck ist, umso heller wird das. Ja. Das kann der eine oder andere vielleicht brauchen, ihr könnt es ja auch mit anderen Farben machen. Ja. Ihr könnt auch, das zeige ich euch gleich, also ich finde diesen Effekt hier, ich bin jetzt nicht gerade so der große Grafikzeichner da, also, aber ich finde den einfach cool. Interessant wird das mit anderen Pinseln. Ich habe mal hier einen gemacht, diesen Glitzerpinsel. Da geht es nämlich auch. Da geht es genauso. Ja. Hier Transfer. Ja. Wenn ich jetzt hier den Transfer noch einschalte. Ganz vorsichtig malen. Ich kann das immer heller machen. Ja. Also hier kann man ganz tolle, finde ich, Effekte machen. Ja. Ihr könnt auch den Pinsel verändern. Warte mal, wo war denn das? Hier, dann machen wir hier den Pinsel ein bisschen schräg machen oder flacher, größer, dann könnt ihr auch so zeichnen. Ja. Geht auch mit einem runden Pinsel übrigens. Ja. Nehmen wir den. Ist eigentlich egal, ist ein runder Pinsel, er spielt ja die Rundheit, dann könnt ihr auch sowas machen. Ja. Und je öfters, wie gesagt, ihr über irgendwas drüber fährt, umso heller wird es dann da, wo ihr drüber fahren tut. Ja. Finde ich cool. Vielleicht nicht jedermanns Sache, keine Frage. Probiert mal eure Pinsel eben aus. Ja. Spaß macht es auf alle Fälle. Ja. Und ja, wie gesagt, die muss man dann ja einstellen. Also bei mir diesen Glitzerteil da, diese Struktur, die muss auf alle Fälle runter. Ja. Ich finde das Hammer. Ja. Ich finde das total witzig. Ja. Den Effekt habe ich, also die Aktion, den Verlauf und auch Pinsel habe ich da, dabei jetzt nicht für diesen Effekt, sondern generell habe ich euch noch einen Pinsel reingemacht. Und dann habe ich euch noch was reingemacht, nämlich eine Grafik oder ein Bild. Falls mal der eine oder andere ein englischsprachiges Video guckt, solche Tutorials, die haben andere Blendmodis, also die hier unten, ja, die, da muss man also mal gucken, was die da so meinen und überhaupt, ja. Ich habe das Programm mal umgestellt auf Englisch und habe dann einfach mal dieses Teil fotografiert und das habe ich dann mal gegenübergestellt, ja. Screen zum Beispiel wird oft verwendet, ja, das ist dann negativ multiplizieren und so weiter. Und ich habe auch nochmal zu Hilfe nochmal hier so ein paar Grafiken reingemacht. Der eine oder andere hat das schon in meinem anderen Video gesehen vom Tim Möbest in einem Adobe Tutorial oder Video.
Aber das habe ich nirgendwo gefunden, was der da uns gezeigt hat. Deswegen habe ich mir mal das genommen, nochmal nachgemacht. Der Bereich hier ist so fürs Abdunkeln. Da habe ich jetzt nichts Besseres gefunden. Die Sonne, klar, die macht es heller. Ja. Hier geht es um die Kontraste. In diesem Bereich hier geht es um die Kontraste. Das hier sind so die Sachen wie Differenz, Dividieren, wie soll ich denn sagen, ja, so ein Ausschließen von irgendetwas, ja, solche Farbeffekte. Also wir müssten mal ausprobieren, die sind ganz witzig, die Dinger, was da alles rauskommt. Und ich habe hier unten nochmal eine Grafik gemacht für diesen Bereich hier unten. Da geht es hauptsächlich darum, auch Farbe und Helligkeit und ja, wenn ihr zum Beispiel eine Verlaufsumsetzung macht, ja, von zum Beispiel verschiedenen Farben, nehmen wir mal an, drei verschiedene Farben, ja, dunkelrot für den dunklen Bereich, dann grün für den hellen Bereich und dann vielleicht weiß für den weißen Bereich. Ja. Dann macht das schon einen Unterschied, wo ihr die hier hinsetzen tut. Farbe und Farbton tönt euer Bild, aber dennoch in unterschiedlichen Auswirkungen. Ja. Bei der Sättigung und Luminanz werdet ihr auch feststellen, dass das mitunter nicht gut aussieht, ja, je nachdem, was ihr für Farben verwendet in diesem Farbverlauf. Das müsst ihr mal ausprobieren. Dann habe ich noch was ganz Interessantes, das ist leider etwas nicht untergegangen. Er ist da, der Tim Möbis ist da richtig gut drauf eingegangen, das zeigt er auch. Ich habe hier so Smileys reingemacht und nur in diesen Blend-Modis oder Mischmodis, ja, wo eben diese Smileys sind, da kann man nämlich Folgendes machen. Da hat die Auswirkung der Fläche, nicht der Deckkraft, sondern der Fläche, eine andere Auswirkung. Heißt, ihr habt ein Farbbild und möchtet, so hat er es auch gezeigt in dem Video, und will da jetzt zum Beispiel eine Straßenlaterne, ja, wie eben in diesem Beispiel, farbig irgendwie oder den Boden ein bisschen Licht hinmachen, ja, weil das besser, weil das halt eher anders wirkt, ja, dann macht das einen Unterschied, ob ich jetzt da welchen Modus ich hier nehme, Nummer 1, und ob ich jetzt die Deckkraft ändere, was gar nicht gut ist in so einem Fall, sondern diese Fläche, wenn ich die runterziehe, weil, wenn ich die Fläche runterziehe, weil das ist ja auch ein mathematischer Algorithmus hier hinten im Hintergrund, was hier da arbeiten tut, wenn man das einschaltet. Und ich rechne jetzt und ich tue jetzt diese Fläche verändern, dann verändere ich die Auswirkung von dem mathematischen Algorithmus im Hintergrund. Ja. Das bedeutet, dass die Farben, die ich da jetzt reinmale, man kann das auch mit einem Pinsel reinmalen, ist ja im Grunde ums Gleiche. Ja. Ich male da jetzt eine Farbe drauf. Dann wird diese Farbe in diesem Modus anders gewichtet und berechnet. Und die Fläche hat eben nur bei diesen Blendmodis eine Auswirkung. Probiert's mal aus, was ich meine. Ich mache die Grafik da mal mit rein. Und wie gesagt, ich könnt ihr euch runterladen. Ich mache den Link in der Beschreibung rein. Aber es ist eine ZIP-Datei. Die müsst ihr dann halt erst entpacken und dann ist da alles drin. Ich habe da auch die Sachen drin, die Grafiken vom letzten Mal, wo ich was ein Video gemacht habe zum Runterladen. Das ist ganz gut angenommen worden, diese Grafiken. Ja, das ist ganz gut angekommen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit. Ja. Und ja, probiert's mal aus. Schreibt mir mal vielleicht in den Kommentar rein, das was gebracht hat oder ob ich das gar nicht mehr so oft machen brauche, dass ihr euch was zum Downloaden anbietet. Wenn ihr mal Interesse habt,
wenn ich hier ein Bild bearbeite, ja, dass ihr dann das Bild auch haben wollt, ja, allerdings als RAW, weil ich gebe das nur als RAW raus in dem Fall, dann müsst ihr es einfach mal sagen, dann könnte ich vielleicht da auch mal sowas machen. Ja? Also, viel Spaß.